Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Roland Holzer und in diesem Tutorial geht es um lineare Funktionen und zwar, wie man sie aufstellt, wenn Steigung und ein Punkt gegeben sind. Fangen wir gleich mit einem Beispiel an. Wir haben eine Gerade, die soll durch den Punkt P1/2-4 gehen und hat die Steigung 2. Wie fängt man jetzt an, wenn man diese Information gegeben hat? Nun, wir kennen die allgemeine Geradengleichung. Das heißt, wir haben f von x ist m mal x plus b. Und jetzt setzen wir alles ein, was wir kennen. Von dem Punkt wissen wir, bei x gleich 1/2 haben wir den Funktionswert 4. Also der Funktionswert wäre 4. M kennen wir aus der Aufgabenstellung auch. Das ist 2, das setzen wir für m ein. Und x in dem Punkt ist 1/2, das setzen wir für x ein. Für b haben wir noch keinen Wert. Also schreiben wir plus b hin. Und jetzt sehen wir, dass wir eine Gleichung haben, in der nur noch eine Unbekannte ist, nämlich b. Also rechnen wir aus und stellen nach b um. 2 mal 1/2 ist 1. Also haben wir die Gleichung 4 gleich 1 plus b. Jetzt bringen wir die 1 noch mit minus 1 auf die andere Seite. Dann erhalten wir 3 ist b. Jetzt haben wir unser b bestimmt. Das heißt, unsere Gerade, die gesucht wurde, ist f von x gleich 2x plus 3. Die 2 als Steigung aus der Aufgabenstellung und die 3 ist das b, das wir berechnet haben. Falls das zu schnell war, noch ein Beispiel. Wir haben eine Gerade, die jetzt durch P5/2 geht. Also in dem Punkt ist x 5 und y ist 2/3. Das heißt, f von 5 ist gleich 2/3. Und die Steigung m ist mit minus 1/3 gegeben. Das heißt, wir haben die Geradengleichung, die allgemeine, und ersetzen jetzt wieder. F von x, da nehmen wir diese 2/3, m aus der Aufgabenstellung ist minus 1/3 und x aus dem Punkt ist die 5. Jetzt haben wir alles eingesetzt. Jetzt können wir ausrechnen, nämlich minus 1/3 mal 5 gibt minus 5/3. Und jetzt bringen wir die minus 5/3 mit plus auf die linke Seite und erhalten dann 7/3 ist b. Und damit haben wir unsere Geradengleichung, nämlich f von x ist minus 1/3 x, das ist ja die Steigung aus der Aufgabenstellung, die Steigung kommt vor das x, und das b, der y-Achsenabschnitt, ist das, was wir ausgerechnet haben, also plus 7/3. Ein weiteres Beispiel. Hier muss man gar nicht alles ausrechnen, weil man eigentlich schon alles gegeben hat. Wir haben ja in dem Punkt P0-2 gegeben, dass f von 0 gleich minus 2 ist. Also der x-Wert ist 0, der y-Wert, der Funktionswert minus 2. Wir wissen aber bei Geraden, dass f von 0 ja immer b ist. Na, wenn ich in die allgemeinen Geradengleichung 0 für x einsetze, kommt sowieso b raus. Wenn ihr das alles einsetzt wie vorher, kommt genau dasselbe raus. Ich sage nur, in Klassenarbeiten und Prüfungen kann man schneller sein, wenn man das dann sieht. Nachdem wir hier aber unser b ja schon gegeben haben, haben wir einfach f von x ist minus 1 mal x plus minus 2. Das ist natürlich jetzt noch nicht schön. Minus 1 mal x können wir schreiben als minus x und plus minus 2 kann man schreiben einfach als minus 2. Also ist unsere gesuchte Gerade minus x minus 2. Hier kann man es einfach schon ablesen. Manchmal ist man dadurch schneller. Jetzt, wenn wir nur einen allgemeinen Punkt gegeben haben und ein allgemeines m annehmen, dann können wir uns eine Formel herleiten. Also wem diese Rechenwege bisher zu aufwendig sind oder wer lieber eine Formel statt einem Vorgehen hat, der kann Folgendes tun. Er nimmt diesen allgemeinen Punkt x0-y0 und m als Platzhalter in die Formel und setzt ein. Also f von x ist y0, m ist m und x ist x0 und das b ist unsere Unbekannte. Hier sind alles Buchstaben, deswegen im Kopf behalten, wir wollen b wissen. Das ist hier natürlich kein Eckt. Wir ziehen einfach m mal x0 ab und bringen es auf die andere Seite. Dann haben wir y minus m mal x0 ist b. Das können wir jetzt in unsere Geradengleichung einsetzen und wir haben das b mit y0 minus m mal x0 ersetzt. Das ist schon eine super Formel. Die kann man einfach nehmen und man kann b berechnen.
In Lehrbüchern, Mathebüchern, Formelsammlungen, Ähnlichem findet man es oft etwas anders. Die machen die Reihenfolge von y0 und diesen minus mx0 andersrum. Also wir haben die nur vertauscht. Und jetzt sieht man schon, man kann vorne das m ausklammern. Dann hat man m mal x minus x0 in Klammern und hinten das plus y0. Und so sieht man die Formel normalerweise und sie heißt dann Punktsteigungsform. Ich finde das immer etwas umständlich, weil man setzt dann den Punkt ein, x0, y0 und das m, muss dann aber ja die Klammer noch auflösen und dann hinten das b zusammenfassen. Also ich finde die obere Zeile besser, y minus m mal x0. Oder man merkt sich die Formel einfach nicht, setzt sowieso alles ein, wie in der Punktsteigungsform ja auch, rechnet es b aus und ist dann fertig. Egal, ob Sie das Vorgehen oder die Formel schöner finden, ich hoffe, es war verständlich und hat geholfen und ich bedanke mich fürs Zusehen.